Einen schönen guten Morgen. Halleluja. Öffnen wir unsere Bibel in 1. Johannes 3,16. Halleluja. 1. Johannes 3,16, nicht Johannes. Amen. Sagt: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Danke, Herr, für diesen Morgen. Danke, dass wir für das Privileg, Herr, dass wir hier sein dürfen in deiner Gegenwart, Herr. Danke, dass du hier bist, Herr. Danke, Herr, dass, ja, für dein Wort, Herr. Und wir wollen wirklich das empfangen, Herr, was du jetzt vorbereitet hast. Und wir wollen aufmerksam sein, Herr. Danke, Herr, für diesen Morgen. Amen. Amen. So, 2012 war ich auf einer Konferenz in Open Doors in Italien. Und da hat mich sehr ein Zeugnis berührt von einem ehemaligen Iranianer, der für seinen Glauben im Iran ins Gefängnis gebracht wurde und zum Tode verurteilt wurde. Und er hat erzählt, wie Gott ihn auf wundersame Weise dann gerettet hat. Das heißt, er wurde nicht hingerichtet, sondern wurde dann am Schluss befreit. Und er lebte dann in Italien und evangelisierte die Muslime dort. Nach seinem Vortrag hatte ich ein bisschen mich mit ihm ausgetauscht. Dann habe ich gesagt, und was machst du hier? Er evangelisiert die Muslime hier, und ich habe gesagt, ich habe einen guten Freund, der auch hier evangelisiert. Und er sagt, ich habe eine andere Methode wie er. Ich sagte, okay. Ja, ich, dieser Mann, der evangelisiert, der sehr studiert, der studiert den Koran und die Bibel und argumentiert gerne mit ihnen über die Wahrheit der Bibel, aber ich habe eine andere Methode. Ich gehe auf die Straße und übernachte mit den Leuten, die auch mal auf der Straße leben, und ich zeige ihnen ganz konkret die Liebe Jesus. Und ich, das hat mich damals wirklich berührt, wie sein Zeugnis. Und so ist es auch mit Gott. Er hat alles für uns gegeben, wie wir hier gelesen haben. Er ist ein Gott der Liebe, und aus Liebe hat er uns seinen Sohn gesandt, und der ist am Kreuz für uns gestorben. Und das ist wirklich die wahre Liebe, dass Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir frei von Schuld, Sünde und Sünde sind und das ewige Leben haben können. Und können wir auch zusammen lesen in Römer 8, 32. Da schreibt Paulus, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dieser Gott der Liebe will uns mit Jesus alles schenken. Und das ist ewiges Leben, das ist ein Friede im Herzen, sein Heiliger Geist und ein Leben in Fülle. Und dann lesen wir weiter im Vers 33. Sagt, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist der, der rechtfertigt. Gott rechtfertigt uns täglich, und aus Liebe macht er das zu uns. Und auch wenn wir angeklagt sind, auch wenn der Feind uns anklagt, er ist da und spricht uns frei, jeden Tag neu. Und er sagt, du bist mein Kind und du bist gerecht, weil durch das, was Jesus gemacht hat, am Kreuz für dich. Und Jesus hat den Schuldstein für dich schon bezahlt. Du bist nicht schuldig. Das ist die wahre Liebe Gottes für uns. Lesen wir weiter im Vers 34 von Römer 8. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist der, er ist der gestorben. Je noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, und lese ich in Hebräer 7, 24, 25 steht, dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum, Jesus. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Das Wort verwenden in beiden Versen hier, das kommt aus dem Griechischen, und es heißt entynichiano und bedeutet auch eintreten für, bitten um. Das heißt, Jesus, der hohe Priester, er ist vom Thron Gottes und er leistet Fürbitte für uns. Er sitzt zur Rechten Gottes und er vertritt uns da. Er setzt sich vor Gott Vater für uns ein. Das macht er jeden Tag neu. Und das ist seine wahre Liebe, die uns zeigt. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal Situationen gehabt habt, wo ihr zum Beispiel von Arbeitskollegen angeschuldigt worden seid oder vor dem Kunden, dass ihr was nicht gemacht habt oder was falsch gemacht habt. Und dann euer Chef kommt und sich persönlich für euch einsetzt. Oder ihr habt was damals in der Schule was angestellt, was nicht so gut war. Aber dann kommen die Eltern
und setzen sich für euch ein, obwohl wir schuldig sind. Das Krasse ist, wir sind, vor Gott sind wir alle schuldig. Das heißt, alle würden wir den Tod verdienen. Alle haben wir den Tod verdient. Aber Jesus setzt sich für uns ein. Er hat am Kreuz für uns bezahlt. Und Gott, Vater, spricht uns frei. Frei, komplett frei von der Schuld. Und das ist seine Gnade. Das ist seine wahre Liebe. Kommen wir zurück nochmal zum 1. Johannes 3,16. Und da gibt es noch einen zweiten Teil in dem Vers 16. Lesen wir nochmal, und jetzt nicht nur Vers 16, sondern auch bis Vers 18. Da steht, hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Gott setzt sich für uns ein. Und so sollen wir uns auch für unsere Brüder einsetzen, für unsere Geschwister. Und es gibt verschiedene Weisen, wie wir uns für sie einsetzen können. Hier sagt es mit Taten und Wahrheit. Unsere Taten sind oft größere und stärkere Zeugnisse als unsere Worte. Und Taten zeigen, dass wir es wirklich ernst meinen. Worte können oft leere Versprechen sein, können nur bedingt weiterhelfen. Aber wenn wir was wirklich Gutes der Person tun, dann zeigen wir ihr, dass wir sie auch wirklich lieben. Und Johannes macht hier ein konkretes Beispiel. Er sagt, wenn ich einen meiner Geschwister im Glauben in Not sehe und ihn materiell unterstütze, zeige ich echte Liebe. Ich zeige ihn ganz konkret. Du brauchst was, ich helfe dir. Es gibt viele Weisen, Arten und Weisen, wie wir das machen können, wie wir für Taten, wir können der Person Aufmerksamkeit schenken, wir können der Person Zeit schenken und mit ihr was machen, was ihr gefällt. Wir können mit der Person zusammen beten, wir können sie ermutigen, wir können der Person auch konkret helfen, mit genau dem, was sie braucht. Wir können zum Beispiel ihrem Haushalt helfen, wir können der Person, wenn sie Kinder hat, auf Kinder mal aufpassen oder einen Hund ausführen. Wir können sie finanziell unterstützen, wir können sie im Garten helfen. Wir können ihr mit dem Computer mal helfen oder mit dem Handy, wenn es da Probleme gibt, oder mit Dokumenten helfen. Es gibt ganz viele Sachen, wie wir der Person helfen können. Und das Zeugnis, wenn wir das Liebe in Taten zeigen, das ist auch gerade für Ungläubige viel stärkeres Zeugnis als oft unsere Worte, was wir den Personen sagen. In Philipper 2, 14, 15 sagt es, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Lichter in der Welt. Unsere Einstellung, unsere Taten, wenn wir Sachen tun, ohne uns zu beschweren, ohne zu murren, dann ist das ein Zeugnis, dann ist das ein Licht für die Person, die Gott noch nicht kennt. Genauso wie dieser Mann bei Open Doors, wie er bei den Muslimen mit ihm zusammen übernachtet nachts. Das ist ein stärkeres Zeugnis als alle Worte, die er ihnen sagen kann. Und so, der zweite Aspekt ist nicht nur die Taten, sondern auch die Liebe in Wahrheit lieben. Die Person in Wahrheit zu lieben. Unsere Liebe zunächst soll eine echte und wahre Liebe sein. Das heißt, wie wir gelesen haben in 1. Johannes 3,16, Gottes Liebe ist eine wahrhaftige Liebe. Und es ist eine Liebe, die sich gibt. Das ist die Agape-Liebe. Das ist eine selbstlose Liebe. Das heißt, ich gebe, ohne einen Nutzen oder Vorteil daraus zu ziehen, für mich. Ich erwarte auch nichts zurück von der Person. Ich widme mich vollkommen der Person, weil ich ihr wirklich helfen will. Ich will ihr Gutes tun. Und das ist die Liebe Jesus. Und letztendlich ist ein guter Sensor, ein gutes Thermometer für diese Liebe, für eine andere Person, ist unser Herz. Was unser Herz uns sagt. Wenn wir an eine Person denken und wir Frieden im Gott, im Herzen für die Person verspüren, dann ist es schon ein gutes Anzeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn aber wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir an die Person denken,
dann kann es sein, dass Gott durch seinen Heiligen Geist uns was aufzeigen will, unsere Aufmerksamkeit wecken will und sagt, vielleicht kann ich da wirklich was für die Person tun. Vielleicht soll ich mal ins Gebet gehen, für die Person beten und mir ganz konkret überlegen, was ich hier Gutes tun kann. Jetzt nehmen wir uns heute Morgen mal Zeit und bringen wir wirklich Gebet vor Gott und lassen wir uns nochmal ganz neu vergewissern, wie groß Gottes Liebe für uns ist. Diese Liebe, die alles gegeben hat, wo Jesus wirklich durchgedrungen ist zum Allerheiligsten durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und lass uns wirklich diese Liebe, diese Wahrheit in uns eindringen, in unser Herz, dass es nicht nur in unserem Kopf bleibt, sondern wirklich tief in uns greift und wir komplett wieder ganz erfüllt werden von dieser Liebe. Und dann lass uns wirklich auch Zeit verbringen und uns von Gott zeigen. Eine konkrete Person, gibt es jemand, der vielleicht diese Liebe ganz konkret braucht? Und fragen wir Gott, was wir ihr Gutes tun können. Gibt es was wir wirklich Gutes tun, der Person tun können? Und lasst uns Gott das zeigen und dann es auch tun. Und dadurch wirklich verherrlichen wir Gott. Und Amen. Dank dir, Herr, für diesen Morgen. Dank dir für dein Wort, Herr. Dank dir einfach, ja, wie sehr du uns liebst, Herr. Und dank dir für das, was du schon alles gemacht hast und für das, was du gegeben hast und für das, dass du uns täglich dich ganz neu für uns einsetzt, Herr. Und dass du, ja, dass wir immer wieder zu dir kommen können, Herr. Und dass du uns jeden Tag neu freisprichst, Herr, und uns gerecht sprichst, Herr. Und wir auch so kommen können, wie wir sind vor dich, Herr. Und dank dir für das, diese Liebe, die so grenzenlos ist, Herr, und bedingungslos auch ist, Herr, und wir es jeden Tag wieder neu akzeptieren können, wieder jeden Tag wirklich vor dich kommen können und sagen, Herr, ja, ich will das und das ist das, was du für mich gemacht hast. Ich akzeptiere die Liebe, Herr. Herr, helf uns, diese wirklich wieder ganz neu zu begreifen, diese Tiefe dieser Liebe und diese, ja, diese allumfassende Liebe, Herr, in unserem Leben, Herr. Und Herr, wir wollen wirklich Zeit mit dir verbringen heute und wirklich wieder ganz neu da eintauchen in diese Vaterliebe, Herr. Und zeig uns aber auch vielleicht, wie wir jemand ganz konkret helfen können heute und diese Liebe auch weitergeben können, Herr, und durch was ganz Konkretes, Herr. Und zeig uns eine ganz bestimmte Person, Herr. Wir wollen offen sein, Herr, und dann es auch tun, Herr. Dank dir, ja, für die Möglichkeit, die wir haben. Und dank dir für deine Liebe, Herr, im Namen Jesus. Amen.